Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Herzlich willkommen an diesem Sonntagabend. Wintersport von Rudi Zerne. Hallo, schönen guten Abend. Unsere großen Themen. Ein schwerwiegender Verdacht. Zwei mutmaßliche Islamisten wurden im Ruhrgebiet festgenommen. Sie sollen einen Giftanschlag geplant haben. Der Kampf um die Kohle. Das Protestbündnis will die Räumung von Lützerath im rheinischen Braunkohlegebiet verzögern, so lange wie möglich. Und gut in Form vor der WM. Linus Strasser wird Dritter im Slalom in Adelboden. Zwei Terrorverdächtige sind im nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel festgenommen worden. Die mutmaßlichen Islamisten sollen einen Anschlag vorgehabt haben mit den Giftstoffen Cyanid und Rizin. Die Hinweise dazu kamen von einer Sicherheitsbehörde aus den USA. Bei der Durchsuchung der Wohnung von einem der beiden Verdächtigen wurden keine Giftstoffe gefunden. Die Einzelheiten von Ina Baltes. Gegen Mitternacht wurden ein 32-jähriger Iraner und sein 25-jähriger Bruder, der bei ihm war, in Gewahrsam genommen. Am Wohnort in Castrop-Rauxel ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Spezialkräften für Giftstoffe. Gegenstand des Ermittlungsverfahrens ist eben der Vorwurf der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Also konkret, dass eben Stoffe beschafft worden sein sollen, mit denen ein Anschlagsgeschehen begangen werden kann. Heißt, es gab Hinweise des US-Geheimdienstes, dass die beiden Iraner einen Anschlag mit Rizin oder Cyanid geplant haben könnten. Beides extrem giftige Substanzen. Bisher wurde kein Gift gefunden, sichergestellt wurden Datenträger. Die Amerikaner warnten wohl auch explizit vor einer islamistischen Gefahr. Sie ist deutlich geringer als vor 6 oder 7 Jahren. Es existieren keine großen Netzwerke mehr. Aber es gibt nach wie vor sogenannte Einzeltäter, die auf eigene Faust handeln. Auch das Innenministerium warnt, dass Deutschland weiterhin Ziel von islamistischen Anschlägen sein könnte. Das Terrorziel der mutmaßlichen Täter ist derzeit noch nicht bekannt. Inzwischen ist ein Haftbefehl gegen beide beantragt. Der Parteivorstand und das Präsidium der SPD sitzen in Berlin zu ihrer Jahresauftaktklausur zusammen. Im Fokus steht dabei die Infrastruktur in Deutschland. Man müsse auf Straßen und Schienen bei der Digitalisierung und den erneuerbaren Energien den Turbo zünden, sagte die Parteivorsitzende Esken zum Auftakt. Ihr Kollege Klingbeil nannte den schnellen Bau der Flüssiggasterminals als Positivbeispiel für kommende Projekte. Das Dorf Lützerath ist zu einem umkämpften Symbol geworden. Der Kohleausstieg wurde in Nordrhein-Westfalen auf 2030 vorgezogen. Gleichzeitig wurde dem Energiekonzern RWE erlaubt, noch Lützerath abzubaggern. Dagegen demonstriert die Klimaschutzbewegung. Rechtlich ist es so: Wo jetzt noch Häuser stehen, darf RWE Braunkohle abbauen. Alle Menschen, die dort gelebt haben, wurden umgesiedelt. Die endgültige Räumung naht. Umweltaktivistinnen und Aktivisten wollen das verhindern. Für heute wurde ein Protesttag ausgerufen. Dotte Färber berichtet. Kohle, Stopp, rufen sie und üben möglichst effektive Sitzblockaden. Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier soll in den nächsten Tagen geräumt werden. Deshalb sind heute viele gekommen, um zu protestieren. Lützerath ist nicht nur ein Symbol. Es ist auch faktisch so, dass die Kohle, die unter Lützerath liegt, erstens nicht für die Energiesicherheit benötigt wird und zweitens, wenn sie ausgestoßen wird, das sind über 200 Millionen Tonnen. Das ist viel zu viel, damit überschreiten wir unsere Klimaziele. Lützerath unräumbar heißt ein Bündnis hier und genau das wollen sie versuchen, der Polizei möglichst viel Widerstand entgegensetzen. Die bereitet sich auf einen massiven Einsatz vor, auf einen schwierigen Einsatz. Baumhäuser evakuieren, Menschen nicht gefährden, nahe an der Abbruchkante. Aufgrund der Wetterlage und eines Wasserrohrschadens, der da in dem Bereich gestern sich ereignet hat, gibt es immer wieder Teile von der Abbruchkante, die wirklich abrutschen. Und wir möchten an der Stelle dringend darauf hinweisen, es besteht akute Lebensgefahr an der Abbruchkante. RWE soll die Kohle unter Lützerath bekommen. Dafür wird der Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen. Das haben die Grünen ausverhandelt. Sie regieren mit in Bund und Land. Der Bundestag hat mit dem entsprechenden Gesetz beschlossen, dass das jetzt möglich ist. Insofern, ja, wir brauchen auch kurzfristig die Kohle unter Lützerath. Ich appelliere an alle Beteiligten, so deeskalierend wie möglich vorzugehen. Ab übermorgen wäre die Räumung rechtlich möglich. Darauf bereiten sich jetzt alle vor.
Fast 3 Jahre lang hatte China die Grenzen komplett dicht gemacht, aus Angst vor Corona. Das Ende der rigorosen Null-Covid-Strategie begründet die Regierung offiziell mit dem leichteren Krankheitsverlauf. Für Einreisende gibt es keine Quarantänepflicht mehr. Viele Familien sehen sich nach Monaten der Trennung zum ersten Mal wieder. Elisabeth Schmidt aus Peking. Darauf haben John und seine Frau so lange warten müssen. Endlich wieder die Tochter in die Arme schließen. Sie hat gleich den ersten Flug genommen, weil man ab heute einfach ins Flugzeug steigen und dann nach Hause fahren kann. Immer noch bevorzugt die chinesische Staatsführung Geschäftsreisende und Studierende bei der Einreise. Aber auch Touristenvisa soll es bald wieder häufiger geben. Vor Abreise ist noch ein negativer PCR-Test nötig. Yu Fei macht das große Hoffnung. Er ist Reiseführer. Die letzten 3 Jahre hatte er nichts zu tun. Auch im Inland war Reisen kaum möglich. Meiste Leute, die ich kenne, also die also Tourismus arbeiten, die werden arbeitslos. Die müssen so einen neuen Job suchen. Was erwarten Sie jetzt für dieses Jahr? Ich hoffe, es wird so gleich wie 2019. Sorge bereitet ihm allerdings das chinesische Neujahr in 2 Wochen. Experten rechnen nach der Riesenreisewelle mit einer Riesen-Corona-Welle, wenn zum ersten Mal seit der Pandemie Millionen Chinesen von den Städten ihre Verwandten auf dem Land besuchen. Die Staatsregierung spielt das herunter. Unsere großen Städte haben den Höhepunkt der Covid-Infektionen bereits hinter sich. Deshalb glaube ich nicht, dass es rund um die Neujahrsfeiern einen neuen Spitzenwert geben wird. Gut 2 Millionen Zug- und Flugverbindungen wurden nach offiziellen Angaben bereits gebucht. Viele der Reisenden werden wohl Corona im Gepäck haben. In der Ukraine hat es bereits kurz nach dem Ende der von Russland erklärten Waffenruhe wieder Explosionen gegeben. Beim Beschuss von Kharkiv wurde nach Angaben des Gouverneurs mindestens 1 Mensch getötet. Präsident Selenskyj hat die angebliche Feuerpause für gescheitert erklärt. Auch während des orthodoxen Weihnachtsfestes habe es russische Angriffe gegeben. So seien das seit Wochen umkämpfte Bachmut wie auch andere ukrainische Positionen wiederholt angegriffen worden. Die Hinrichtung von 2 weiteren iranischen Demonstranten gestern hat weltweit Entsetzen ausgelöst. In Berlin, Hamburg und zahlreichen anderen Städten im In- und Ausland gab es heute Kundgebungen gegen das Mullah-Regime in Teheran. Seit Monaten protestieren Menschen weltweit gegen Scheinprozesse und für mehr Freiheit und Rechte der iranischen Frauen. Und wir kommen jetzt zum Sport. Heute hat ein deutscher Skirennläufer den Sprung aufs Podium geschafft, Rudi. Guter Start ins neue Jahr für ihn. Slalomfahrer Linus Strasser zeigt sich einen Monat vor Beginn der alpinen Skiweltmeisterschaften weiter in guter Form. Beim Weltcup in Adelboden wurde Strasser Dritter und musste sich dabei nur einem Duo aus Norwegen geschlagen geben. Linus Strasser zum 3. Mal nacheinander auf dem Podium von Adelboden. Beim Weltcup-Slalom in der Schweiz waren lediglich die beiden Norweger Lukas Braathen und Atle Lie McGrath schneller als der 30-Jährige, der das Traditionsrennen im Berner Oberland mehr als schätzt. Das sage ich schon immer, ist das beste Rennen im Ski-Weltcup. Also jeder, der mal wirklich einen coolen Weltcup sehen will, der muss in Adelboden gewesen sein. Für Strasser war es nach Platz 3 in Madonna di Campiglio der 2. Podestplatz in dieser Saison. In der Slalom-Weltcup-Wertung verbessert sich der Münchner auf Platz 6. Anton Tremmel feierte als 13. das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere. Auch im Eiskanal von Winterberg gab es heute wieder deutsche Erfolge. Francesco Friedrich gewinnt im Viererbob trotz einer Muskelverletzung und holt seinen 71. Weltcupsieg. Bei der Zweierbob-Entscheidung der Frauen stehen heute gleich 3 deutsche Teams auf dem Podium. Laura Nolte und Nili shooten mit strahlendem Zweierbob-Weltcupsieg beim deutschen Dreifacherfolg in Winterberg. Die Olympiasiegerin feiert trotz leichter Verletzung im Hüftbeuger im 4. Saisonrennen den 1. Sieg vor Lisa Buckwitz und Kira Lipperheide. Nach ihrem Sieg gestern im Monobob ein rundum gelungenes Wochenende der 24-Jährigen auf ihrer Heimbahn. Ich bin richtig zufrieden. Nele hat das super gemacht. Wir sind ja heute das erste Mal zusammen gefahren und hat echt Spaß gemacht. Das deutsche Erfolgserlebnis runden Kim Kalicki und Leonie Fiebig mit dem 3. Rang ab. Und bei der nordischen Kombination in Otepää in Estland wird Natalie Ambruster 2. Die erst 17-Jährige sorgt bei den Frauen für das beste deutsche Ergebnis in der noch jungen Weltcup-Geschichte. Noch besser lief es für Julian Schmid. Der 23-Jährige holt sich mit einem starken Schlusssprint den 2. Weltcupsieg.
Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig beendet die Tour de Ski mit dem besten deutschen Ergebnis in der Geschichte der Tour. Nach ihrem gestrigen ersten Weltcupsieg wird sie in der Gesamtwertung Fünfte. Der Gesamtsieg geht an die Schwedin Frida Karlsson. Im Ziel brach sie zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der schwedische Langlaufverband gibt Entwarnung, es gehe ihr den Umständen entsprechend gut. Wow, das war's. Dankeschön, Rudi. Vom Wintersport zum Winterwetter. Der Regen zieht morgen im Nordosten ab, sonst gibt es viele Schauer, in hohen Lagen fällt Schnee. Im Westen sind Gewitter möglich. Bei böigem Südwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 4 und 10 Grad. Anne Gellinek begrüßt Sie gegen 21.45 Uhr zum Heute-Journal. Und hier geht es weiter mit Berlin direkt mit Shakuntala Banerjee.